Starker Qualm dringt gegen 23 Uhr aus den Fenstern eines Einfamilienhauses am Gilderhauser Weg. Passanten rufen die Rettungskräfte. Mit 40 Kameraden rückt allein die Feuerwehr Nordhorn an. Die Feuerwehrleute wissen zunächst nicht, ob sich noch Menschen in dem Haus befinden. Über die Hubrettungsbühne verschaffen sie sich Zutritt zum oberen Stockwerk. Der Weg vom Erdgeschoss wird ihnen blockiert, weil die hölzerne Treppe im Flur in Brand steht. Ja, bei unserem Eintreffen war das Feuer hauptsächlich direkt im Eingangsbereich vorzufinden. Deshalb konnte das Feuer relativ schnell gelöscht werden. Die Absuche in den anderen Räumen nach eventuellen Glutnestern hat dann etwas Zeit in Anspruch genommen. Zum Glück befinden sich keine Personen in dem Haus. Verletzte gibt es nicht zu beklagen. Die Bewohner sollen vor einigen Tagen ausgezogen sein. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt jetzt.